Aber achte mal drauf. Vor allem, das merkst du dann auch in Zwischensequenz. Du hast in der Zwischensequenz auf einmal nur noch 20 FPS und in der gleichen Zwischensequenz eine Sekunde später auf einmal wieder 70 FPS. Also, hier war kein Floh. Oh, jetzt kommt mein Quatsch. Jetzt kommt mein absoluter Quatsch im Spiel. Da gibt's schon Nacktmods von ihr. Züchtet sie schon wieder Prungus-Zwiebeln? Gibt schon so viele Videos auf TikTok, wo die gesimpt wird. Professor Garlic, wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ich simpe die absolut. Hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Es gibt ja viele Mods bei Nexus. Sind alle wieder beisammen zu haben. Es gibt schon hunderte Mods. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Alter, komm, bist du drin, läuft das super. Gerade 80 FPS durchgeht. Heute 90, 100. Wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Ich feiere das so. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie... Liegt ja da deine Aura, ja. Andererseits bin ich immer erkältet, wenn du reinkommst. Achso, jetzt wird's laut. Jetzt geht's komischerweise runter auf 20. Ohne irgendwelche Gründe. Jetzt geht's wieder hoch auf 100. Also ist ganz seltsam. Es ist so seltsam. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Naja, ich denke mal, dass die Hintergrund da was geladen wird und deswegen den Drops, die FPS immer runtergehen. Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Hey. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen. Die Haare backen ein bisschen rum. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Schatz Unterricht wissen. Gemacht. Sobald Danke. Sie geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Hallo. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Hallo. Nun strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und Hallo. Sehen uns eine andere Hallo. Pflanze an. Hallo. Den chinesischen Kaukohl. Hi. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet.
Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Mip. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Mip. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Mip. Ja, Professor. Mip. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Klar, passe ich auf meine Finger auf. Revelio. Hallo. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Was für ein Spanner, ey. Den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich... Alles für den Dackel, alles für den Kopf, unser Leben für den Hund. Hund. Danke, Jona, wird ja auch Zeit. Bist du schon 10 Minuten hier drin? Verzeihung? Nee, danke dir. Dein Duell mit Sebastian, er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Revelio. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte danke, 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 der Jona. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Hat sie dich nicht? Hier wären wir, die Heimat des chinesischen Kaukohls. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüberschwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie könnte die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Entschuldige, aber was soll ich tun? Garlic möchte, dass du dich um den Kohl kümmerst. Lass ihnen Zeit zum Fressen und dergleichen. Das ist ganz leicht. Wirf einfach ein paar von diesen chinesischen Kaukohlpflanzen. Du wirst schon sehen, warum. Chinesische Kaukohlpflanzen. Revelio. Die mag ich im Kampf sogar sehr, sehr gerne, diese Kaukohlpflanzen. Wird die hier ausgewählt? Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden, selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Ich brauche unbedingt meinen Raum der Wünsche. Damit ich die Pflanzen anbauen kann. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Und wie viel ist er denn hier? Übrigens, ein Zauberstab ist keine Schaufel. Die Pflanzen pflanzt du an. Die nutzt, kannst du dann entweder, also du hast dann deinen Raum der Wünsche. Und dann kannst du, wie du hier so, Pflanzen anpflanzen an deinem Pflanztisch. Und mit denen kannst du dann zum Beispiel Tränke trauen, hier, die du hier siehst. Heiltrank, Powertränke, Unsichtbarkeitstrank. Oder du hast die Pflanzen, die du anpflanzt, die kannst du dann eben, wie du gesehen hast, diesen Kohlkopf als Waffe benutzen. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklich. Also einerseits kannst du mit verschiedenen Tränke trauen. Ich bin schon gespannt darauf. Oder du nutzt sie dann als Waffe. Also als Waffe gibt es 3 Stück. Zauberpflanzen sind faszinierend.
Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Gerne. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Okay. Ihr neues Zuhause. Und du hast dann zum Beispiel Unsichtbarkeitstrank, du hast einen Trank, der deine Zauber schneller hell lädt, du hast einen Trank, der die Zauber länger halten lässt, du hast einen Trank, der dich natürlich heilt, du hast einen Trank, der dir eine Steinhaut kurzfristig gibt und so weiter. Also du hast für alles mögliche, ja guck mal, jetzt lädt es wieder 30 FPS, du hast für allen möglichen Scheiß hast du einen Trank. Ah, der hat gerade die Haupthalle geladen. Thieves! Ja, es ist so ein bisschen wie Witcher, ja. Revelio. Also es hat vieles von Witcher. Viele Ähnlichkeiten. Also mal schauen, wie es dann weitergeht mit dem Spiel. Aktuell sind ja noch keine DLCs geplant. Laut Entwickler, weil sie sich jetzt komplett erstmal darauf konzentriert haben, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Aber ich denke mal, das Spiel ist so erfolgreich. Das ist das erfolgreichste Singleplayer-Spiel nur allein auf Steam. Das haben letzte Woche an einem Tag gleichzeitig 860.000 Menschen gespielt. Das hat noch kein Singleplayer-Spiel, wurde gleichzeitig von 860.000 Menschen gespielt. Incendio. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier reinkomme. Schreit denn darum? Achso, er wird wieder gejagt. In 40 Stunden musst du dafür schon investieren. Also es kommt darauf an, ob du nur Story durchspielen willst oder ob du es komplett auf 100% spielen willst. Also das sind so zwischen 40 und 60 Stunden. Oben den Knopf mit Zauber nutzen. Der Zauber wurde... Was? Echt? Hatte ich das schon mal probiert? Hey, Maxi. Hatte ich doch. Ach, den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht, den Zauber. Ich habe nur Accio und Leviosa. Du meinst, wo man was von sich wegstößt? Ja, den habe ich noch nicht. Hallo Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wie das eine war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Was war die falsche Entscheidung, hä? Was war die falsche Entscheidung? Ach hier. Gut so. Michi gefangen, in Azkaban gefangen zu halten. Nee, das war die richtige Entscheidung, finde ich. Ich hoffe, die Dementoren ziehen dir deine Seele raus. Ah, falsch. Verdammt. Ach, schon wieder falsch. Ich drücke mal zu schnell. Ich weiß es noch nicht. Also ich muss... Ich bin im Moment zu überlegen, aber... Dadurch, dass ich ja überlege, auch umzuziehen... 1, 2, 3...
Eins, zwei, drei. Ich muss gucken. Also ich... Ja, ich muss eine billigere Wohnung umziehen. Exzellente Handarbeit. Weil ich nicht weiß, wie es ab Juli weitergeht. Mit, weil ich ab Juni aus dem Krankengeld rausfliege. Und dann Arbeitslosengeld beantragen muss. Und ich weiß nicht, wie viel das ist. Rot. Wirklich gut gemacht. Und die Wohnung hier ist so teuer geworden. Puppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und ihr abonniert mich ja so wenig. Bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe, guck, jetzt habe ich immer hier nur 13 FPS in der Situation. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Ja, nach wie langer Zeit? Für deine große Chance? Hast du schon bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, natürlich. Oh, ich hoffe nicht, dass ich den Kampf jetzt mit 10 FPS bestreiten muss. Diesen Sieg werden wir auskosten. Oh nein, bitte nicht. Ja, recht so. Warte mal kurz. Manchmal fängt sich das. Oh nein. Was du mal probieren kannst, in den Einstellungen von direkt 12 auf 11 umzuschalten. Muss mal gucken, ob das mal gleich machen. Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen... Wie gesagt, ich muss... Einfach die Wohnung ist für die Größe und für die Lage zu teuer. Ich habe mich lange nicht gekümmert. Ich kann locker Wohnungen für 200 Euro weniger bekommen. Wo kann ich das mit dem DLS, mit dem DirectX machen? Kann ich das im Spiel machen? Oder muss ich da außerhalb vom Spiel wahrscheinlich hier? Nee, hier steht ja nichts von Anzeige. Hier ist Grafik. Nvidia empfiehlt mir ja sogar, das Spiel auf Ultra zu spielen. Nee, das kann man ja nicht umschalten, habe ich noch nirgendwo gelesen. Nvidia, die Experience. Hast du Geldmod drin? Ha. Krass, gell? Ganz viel Geld habe ich.
Frech. Nee, ich hab was anderes genutzt. Hab keine Mod drauf. Ganz viele Sachen verkauft. Nee, ich hab einfach nur Sachen verkauft. Nee, wie Mod und so, oder... kenne ich gar nicht. Also Wiimote kenne ich, aber habe ich auch nicht genutzt. Hab einfach nur Sachen verkauft. Revelio. Im Configs habe ich auch nichts geändert. Sowas würde ich nicht machen. Was kann ich, kenne ich gerade. Nee, ernsthaft, jetzt weiß ich gar nicht, wie es geht. Bist ja nur neidisch. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute... Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Du wirst natürlich... Hatte ich nicht. Dann macht es mir ja nach. Muss jetzt leider lernen. Aber das ist ja auch Lernen hier. Das ist doch auch wichtig hier. Wenn das mal drankommt in der Schule. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als dann bist du auf der falschen Schule, Yoda. Müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Dann bist du auf der falschen Schule. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Ich bin voll erkältet, ey. Merke ich gerade. Ich bin voll erkältet. Meine Nase... Entschuldigung, wenn ich die Nase dann immer so hochziehe. Das wird explodieren. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Danke. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für einen weiteren Zaubertrank hole. Genial! Du, meine Freundin, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Du erinnerst dich doch an mich, Gareth Weasley. Ach, ja, aus dem Gemeinschaftsraum. Hör mal,
Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm die... Es wird so in die Hose gehen. Das wird so... Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Schabs Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Das wird so in die Hose gehen. Wenn du sicher bist, dass Schab sie nicht vermisst. Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Denken Sie daran, beim Brauen von Tränken muss man exakt sein. Hier ist die Fupa-Feder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich. Einfach da das Fell reingeschmissen. Das soll gesund sein, das soll ich trinken? So ein verwanztes Fell? Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Ah! Achtung! Was war das? Gut gemacht, Geralt. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Na toll. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich habe den Idurus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was Nein. die Arbeit an Ihrem eigenen Fall anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, natürlich habe ich daraus gelernt. Erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke. Ich muss noch ein bisschen was lernen von ihm, bevor wir ihn... Ich empfehle das Brauen an einem sicheren Ort zu üben. Kedavra man auf kann einen Hals. Kessel schlecht ja. einfach so rumstehen lassen. Ein bisschen muss ich noch was lernen. Oh, meine Nase ist voll zu, ey. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Ach scheiße, das hätte man gleichzeitig benutzen können. Ja, da geht's auch ab nach Lower Hogsfield. Das hätten wir eben in dem Kampf nutzen können. Oder machen können. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Revelio. Schon alles abgefarmt hier. Schon alles weggefarmt. No!
glaube, der hat die Schnauze voll. Oh, der letzte war persönlich. Alter, der letzte war persönlich. Autsch. Revelio. Ich habe den ganzen. Ach Scheiße, ich wollte ja gucken, ob man auf eine was hab ich vergessen gestern, ob man auf eine Vorgängerversion gehen kann. Wieder mal auf Abenteuertour. Revelio. Ist das ja eigentlich Hagrids Hütte? Könnte doch Hagrids Hütte sein. Aber hier sieht es ein bisschen anders aus. Bisschen größer. Hallo. Wir kommen auch bald zu Ihnen. Zeit, dass wir endlich mal fliegen lernen. Revelio. Ein Satz Werkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Sowas brauchen wir eigentlich dann für unseren Raum der Wünsche. Das sollte ich untersuchen. Erstmal alles einsammeln hier. Voll der Loot-Goblin. Sie rennt, ey.
Als ob sie auf Klo muss. Hallo. Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, sehe ich genauso. Ich komme auch gleich zu dir. Also erstmal hier alle Leute ausrauben. Revelio. Und deren Fässer kaputt machen. Revelio. Wingardium Leviosa. Hätte nie gedacht, dass Randrocks Anhänger so weit gehen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Randrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen? Randrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich Ihnen das sagte, wandten Sie sich gegen mich. Schlugen mich fast bewusstlos. Nahm meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Randrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ach, easy. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Das kriegen wir doch easy hin. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Eine Diebin namens Catherine Haggerty läuft frei herum. Eine Erschwinderin. Sie stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Leute haben genug. Catherine versteckt sich südwestlich der Stadt. Würden Sie mir etwas über sich erzählen? Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Lower Hogsfield. Ich gebe Ihnen sogar zwei Hütten. Einen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Ja, super, danke dir. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? Hat er gerade erklärt.
Wie kann ich heute behilflich sein? Hat er gerade erklärt, was das er verkauft. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Verdammt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, jetzt Hallo, zum Mr. Beispiel. Simi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ah ja, eine sehr gute Wahl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arne nicht überraschen. Akio! Helioso! Incendio! Akio! Helioso! Incendio! Revelio! Ihr Unheilige! Das ist aber noch nicht freigeschaltet. Hey, Quirly Girl. Warum hast du so viel Geld? Weil ich anschaffen war. Wieso hast du nicht so viel Geld? Weil ich Sachen verkauft habe. Ich cheate auch nicht. Ich würde niemals cheaten. Wer sagt, dass ich cheate? Revelio. Denn der schwarze Hybrid ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem der Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitzern und die Archie in sein Versteck befindet. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Oh, guck mal, Skelett. Da kann ich ja nichts für, dass du so gehandicapt bist. Da kann ich ja nichts für. Aber dafür hast du, hier bin ich richtig. Wahrscheinlich stabile FPS im Spiel. Im Gegensatz zu mir. Guck mal, was ich für FPS-Drops ständig zwischendurch habe hier. Siehst du das? 20 FPS. Aber es ist erst seit dem Patch am Samstag so. Die Woche über ging's. Da unten hast du auf einmal wieder 50 FPS. Ein Lager. Das muss es sein. Ich habe eine Quest, ich muss, bevor es hackert, muss ich irgendwie 10-mal ausweichen oder so. Ja, 3-mal noch. Deine Kunststücke verzögern nur das Unvermeidbare. Ja. Ach,
Offenbar gibt es mehr als einen Eingang. Warum konnte ich den nicht herziehen? Wie kindisch! Jetzt geht's. Arn wird bereuen, dass er uns nicht beitreten will. Kommt er nicht zu verstehen? Ach hier. Incendio. Wie viele sind hier denn noch? Da ist jemand. Ach hier. Incendio. Ach hier. Incendio. War das schon alles? Nein. Au. Kommt doch. Ihr kleinen Loser. Es bezieht sich nämlich wirklich auf eure Körpergröße. Was ist er denn? Revelio. Da ist er. Accio. Ja. Zu weit weg. Ihr werdet immer weniger. Ihr könnt nichts dagegen machen, Jungs. Ach hier. Oh, das ist fein. Ach hier. Incendio. Es seid da nur noch drei. Ach. Nur verteidigen. Seid ihr noch zu zweit? Das geht oh. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, Revelio. Da steht er einfach rum. Na egal. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arm zurück. Ja, wir haben leider das Merlin jetzt hier noch nicht freigeschaltet, deswegen können wir das hier noch nicht machen. Kann ich damit zurückfahren? Nee. Komm, wir erledigen mal noch den einen Typen da. Hier muss ja Recht und Ordnung herrschen. Revelio. Das war gar nicht schlecht. Ja. Easy. Das war easy, Leute.
Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja. Revelio. Was geht mit ihm hier ab? Revelio. Sieht interessant aus. Naja. Alles Schrott, was wir bekommen haben. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Die kommen gleich. Die Neuigkeiten an. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Die Gegner, denen ich mich stellen musste, haben nicht kampflos aufgegeben. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Was gibt's jetzt als Belohnung? Rebellion. Ja, gut, immer ein Levelaufstieg. Um Unterstützung. Hallo? Kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Greg. Das darf ich auf keinen Fall gehen, damit das OBS sich nicht wieder aufhängt. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du,
Ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Sie kehrten nie zurück. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Barth Waldegraves gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder ganz das Gras arrogant. Grün ist. Er ist auch ein Schlüsselerin. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Scheint es wohl doch nicht so wichtig gewesen zu sein. Was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher traust dich nicht mal ins Wasser. Kennenlernen. Was genau ist dein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt. Aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Na gut. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es ewig? Kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wieder zu finden. Ja, laber nicht so viel. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ist eigentlich ziemlich simpel, dass man genau dahin hier. Es ist gut markiert auf der Minimap. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Ist natürlich der letzte Tauchpunkt. Links oder rechts? Wenn ich links nehme, ist es rechts. Wetten? Nee. Okay. Wette verloren. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Wette verloren. Schade. Jo, bis dann, Ruhe. Wir werden wahrscheinlich nachher noch ein bisschen Lego bauen. So, jetzt erstmal trocknen. Hallo Grace, ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich! Hast du das Astrolabium?
Ja, und ich behalte es, Nay. Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Ja. Mein Schatz. Meerjungfrauenmaske. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Meerjungfrauenmaske. Es tut so gut, dich zu sehen. So, was können wir dir Gutes tun? Mutti, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Mir geht es soweit gut. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich bei Gringotts fanden. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff hin. Was in aller Welt? Das war noch nicht alles. Und es klingt vielleicht etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen. Und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Cyrona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Wir bauen eine Armee auf. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Nein! Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Deswegen mussten wir ich bin hier, dieses wenn du mich brauchst. Kackdorf Danke, raus. Sei auf der Hut. Genau, sei auf der Hut. Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es mir zu drohen. Was? Was geht hier vor sich? Ach, das ist hier. Ah, okay. Das ist hier Merlin. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Der ist schon tot. Achso, da kommt noch einer. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Vielleicht wachsen wir ein. Und euch gegen
Du hast den Dreh einfach nicht da. Anscheinend doch. Easy. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Revelio. Und das so nah an Hogwarts. Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert ist. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Weiß es nicht. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Wer ist Priya? Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie sind Forscherin? Ach, verdammt. Nora Treadwell, zu ihrem Dienst. Falsche Frage gestellt. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Güte! Faszinierend. Die Ranken sind verschwunden. Incendio. Was soll ich jetzt tun? Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Faszinierend. Für einen Tag. Ich fasse es kaum. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen.
Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und mir auch. Vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Das finde ich so cool. Alter, das finde ich so cool. Mann, ich will auch in so einer Welt leben. Unser Hausgeist Sir Nicholas sucht dich. Du findest ihn in der Nähe der großen Halle. Ich will auch so leben. Warum kann ich nicht so leben? Wäre voll der tolle Zauber. Revelio. Zauberer. Ach, das ist der Eulenturm hier. In der Eulerei von Hogwarts gibt es Schuleulen, Eulen im Besitz von Schülern. Der Ort sollte mit Vorsicht betreten werden, um nicht in Hinterlassenschaften der Eulen oder auf wieder hochgewirkte Mäusereste. Komm, geh mal da schneller. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ich kann immer Hufflepuff und Ravenclaw nicht unterscheiden. Ich weiß immer nicht, welche Farbe Ravenclaw und welche Farbe Hufflepuff ist. Und welches Tier Ravenclaw? Ich bin da komplett lost. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft. Professor, ich glaube, Hufflepuff ist blau, oder? Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen.
Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Aber Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Incendio! Cool. Cool.